So, liebe Freunde, willkommen zurück zu Assassin's Creed 1, meinem wunderschönen Let's Play davon. Und ja, wir sind im letzten Part, in Part 1, mit einer riesigen Pilot-Episode ins Spiel gestartet. Und ich sehe schon wieder dieses Kameraflimmern. Sieht das eigentlich in der Aufnahme nachher auch? Muss ich mal testen, wie das auf YouTube nachher aussieht. Sieht so aus, wie prägt da manchmal nicht. Naja, gut, in dem Sinne, denke ich, das geht eigentlich soweit. Ja, wir haben erfahren... Wie man sitzt, Mr. Miles? Ja, habe ich. Ihr müsst es mir beibringen, indem ich mich in dein Face setze, du Oppi. So, ne, egal. Im letzten Part haben wir gemerkt, dass Alter hier schon ganz schöner Scheißkerl sein muss, denn, ja, wirkt ein bisschen arrogant, möchte ich meinen. Und gut, wir pushen mal eine Beliebtasse und, pflanzen uns in unseren Orbit. Na, mal gucken, was jetzt so abgeht. Ich habe gemerkt, der Sound, gerade vom Ton von den Stimmen, war doch ein eigentlich in Ordnung, kann man so sagen. Credits, die Animus-Entwickler? Erinnerung geschwert. Das sei die Zielerinnerung, wenn ich mich richtig erinnere, ne? Zusätzliche Erinnerung. Ah, schön. Ich habe Bonus-Material. So, Gedächtnisabschnitt. Gedächtnisabschnitt. Ist ja gut, chill mal. Erinnerung, Nachforschung, Erinnerung gesperrt. Das Objekt hat momentan keinen Zugang. So, dann sieht man da oben, dass es 4 Abschnitte gibt. Dann gibt es nochmal eine Lücke und dann gibt es nochmal 8 und 2 blaue. Keine Ahnung, was das heißt, aber wir würden einfach mal loslegen. Empfang Informationen. Oh. Was, räumen Sie Bogenschützen? Lebe. Aber ich sah euch zustoßen. Fühlte die Umarmung des Todes. Ihr saht, was ich euch sehen ließ. Und dann fielt ihr in den Schlaf der Toten. Der Ungeborenen. Auf das ihr erwachen würdet und wiedergeboren. Was zum Teufel? Erinnert ihr euch, Altair, wofür die Assassinen kämpfen? Frieden in allen Dingen? Ja, in allen Dingen. Es ist nicht genug, die Gewalt zwischen den Menschen zu beenden. Es geht auch um den inneren Frieden. Das eine geht nicht ohne das andere. So sagt man. So ist es. Aber ihr, mein Sohn, habt den inneren Frieden nicht gefunden. Dies zeigt sich auf schändliche Weise. Ihr seid arrogant und hochmütig. Aber habt ihr nicht immer gesagt, dass nichts war und alles erlaubt ist? Ihr versteht die wahre Bedeutung dieser Phrase nicht, mein Kind. Sie erlaubt euch nicht zu tun, was euch gefällt. Es ist eine Lehre, die eure Sinne leiten soll. Sie setzt eine Weisheit voraus, an der es euch mangelt. Was soll nun aus mir werden? Ich sollte euch töten für das Leid, das ihr uns zugefügt habt. Malik hielte es für angemessen. Euer Leben für das seines Bruders. Aber es wäre eine Vergeudung meiner Zeit und eures Talents. Ihr werdet sehen, dass ihr eure Besitztümer verloren habt. Und euren Rang. Ihr seid ein Novize. Wieder ein Kind. So wie an dem Tag, an dem ihr unserem Orden beitratet. Ich biete euch Gelegenheit, euch reinzuwaschen und euch den Weg zurück in die Bruderschaft zu verdienen. Ihr habt schon etwas geplant? Zuerst müsst ihr beweisen, dass ihr euch erinnert, wie man Assassine wird. Ein wahrer Assassine. Och nö. Also soll ich ein Leben nehmen? Nein, jetzt noch nicht. Zunächst werdet ihr nur ein Schüler sein. Das ist nicht nötig. Andere jagten eure Beute für euch, aber von heute an werdet ihr eure Beute selbst zur Strecke bringen. Wenn ihr das wünscht? Das ist es. Dann sagt mir, was ich tun muss. Wir wurden betrogen. Jemand hat Robert de Sable geholfen. Einer von uns. Ihr müsst ihn finden und hierher bringen, um ihn zu verhören. Was könnt ihr über den Verräter sagen? Ah, das ist der Punkt. Mehr werde ich euch nicht sagen. Der Rest liegt bei euch. Okay, Freunde, das war ja wieder mal Long Cutscene. Ich merke, wenn man in der Cutscene irgendeinen Knopf drückt. Sie wurden degradiert. Waffen verloren, Schwert. Waffen verloren, versteckte Klinge. Kurzschwert, Fähigkeit verloren, Konter, Kills. Waffen verloren, Wurfmesser. Fähigkeit verloren, Rempeln. Fähigkeit verloren, Vorsprung, Greifen, Losreißen. Sie wurden Ballons wieder erlangen, Ausweichen, extra Wurfmesser. Was zum Henker? Verteidigung durchbrechen, Kurzschwertmeister, Schaden, Schwertmeister, Schaden. Was zum Teufel? Ich kann ja gar nichts mehr. Ich habe nur so 4 Balken HP.
Okay, Leute, das ist, was ich schon so gehört habe, das Alter ihr wohl total abstürzen sollt. Wir müssen jetzt nach und nach unsere Fähigkeiten wieder erlangen. Finde ich ein bisschen komisch, auch das Speichern im Spiel ist gewöhnungsbedürftig, muss ich mal so ehrlich sagen. Denn mir ist aufgefallen, die Cutscene, wo ich gerade mich hinsetzen sollte, musste ich erst wieder hinspielen. Er hat gespeichert, da wo ich aus dem Gedächtnisabschnitt 1 erwacht bin, musste mir die ganzen Cutscene von dem ganzen Kram nochmal angucken. Und das ist schon echt scheiße nervig, muss man mal so sagen. Aber gut, ist nicht so schlimm. Ich werde einfach vielleicht ein bisschen mehr am Stück aufnehmen, obwohl es schwer ist, weil die Aufnahme verbraucht hier eine ganze Menge Speicher von dem Spiel. Das ist aber nicht schlimm. Ich denke mal, die Folge wird jetzt auch in noch besserer Qualität verfügbar sein, weil beim ersten Part musste ich mich beeilen. Das habe ich jetzt nicht mehr nötig. Von daher wird die Qualität das nächste Mal vielleicht besser aussehen. Aber wir haben uns hier auf der Karte vorgegeben, also muss er uns gar nicht sagen, wie der aussieht. Ich werde ihn mir einfach holen. So. Friede sei mit euch, Altair. Ihr steht mir im Weg. Ja, Al-Mualem bat mich, euch zu helfen. Euch zu erinnern, wie wir unsere Beute machen. Ich weiß, wie es geht. Das mag sein, aber ich muss meinem Befehl folgen. Dann beeilt euch. Ja, wir haben viele Fertigkeiten zur Wahl. Ja, ja. Wir können lauschen, stehlen oder Gewalt einsetzen, um einzuschüchtern. Ihr erinnert euch. Dann mische ich mich unter das Volk und sehe, was ich in Erfahrung bringen kann. Ja, beginnt auf dem Marktplatz des Dorfes. Dort haben wir den Verräter zuerst entdeckt. Ihr wisst, wer es ist? Mag sein. Gebt mir einen Namen und bringen wir es hinter uns. So funktioniert das nicht. Geht. Und denkt daran, auf dem Marktplatz des Dorfes zu beginnen. Okay, gut. Okay, zuschlagen kann ich aber noch. Das ist immer gut. Ich kann echt nicht mehr rempeln. So, da unten ist jemand. Ich muss jemanden beobachten. Na gut, dann würde ich sagen, wir machen das mal. Wie sagt man, mir wurde ja schon mal gesagt, ja, die Missionen sind leicht linear, aber davon lasse ich mich jetzt nur nicht einschüchtern. Nö, 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 das wäre noch schöner. So, das Geflimmer nervt halt. Ich glaube, bei euch sieht man das nachher im Video nicht. Wenn ich jetzt so die Kamera drehe, dann flimmern so gewisse Streifen im Bild. So, hier links irgendwo. Ich weiß gar nicht, auch können wir jetzt zwischen den ganzen optionalen Kram. Und mir wurde gesagt, zum Beispiel, dass das Spiel nicht ganz so umfangreich ist wie Assassin's Creed 2. Da dachte ich schon so, ja gut, ist ja nicht schlimm. Assassin's Creed 2 war sehr umfangreich, wenn man so sagen darf. So, hier ist Belauschen. Okay, kann ich das selbst auch markieren. Ah, wir müssen Grundfertigkeitstraining machen, obwohl ich das doch sowieso schon drauf habe. Setzen Sie sich auf eine Bank in der Nähe und erfassen Sie das Ziel, um Lauschfangen zu starten. Da ist eine Bank, da würde ich mich gerne hinsetzen. Ich bewege mich mal ein bisschen vorsichtig, ich weiß nicht, ob ich dann irgendwie Aufmerksamkeit auf mich errege. Drücken Sie... Ach, zuhören. Ich weiß, was ich sah. Masun öffnete das Tor. Er ließ die Templer herein. Das müsst ihr Al-Mualim berichten. Ich kann nicht. Masun war nicht alleine. Jemand in der Festung hat ihm geholfen. Wie kommt ihr darauf? Er tauscht Briefe mit jemandem aus. Der Korbmacher überbringt sie für ihn. Das ist kein Grund zu schweigen. Ah. Aber der Korbmacher hat ihm direkt vor dem Angriff einen Brief übergeben. Mich leuchtet enthielt den Befehl, das Tor zu öffnen. Dann sprich mit dem Korbmacher. Er kann Masuns Komplizen benennen. Er ist verschwunden. Versteckt sich aus Angst, hineingezogen zu werden. Wahrscheinlich hat er sich in seine eigenen Körbe verkrochen. Ja, ich ist auf schon zwei. Nach vorne war schon beendet. Den Korbflechter finden. Ah, da unten sehe ich unsere DNA. Das war meine First Mission. So, da hat sich ein Faustsymbol auf der Karte, das ist schon mal gut. Wenn man auf die Fresse hauen, da bin ich geil dabei. Das mache ich doch mit links und 40 Fieber an. Ich habe überlegt, ich werde den nächsten Part, glaube ich, mal austesten. Ich werde mal auf Full HD stellen und dafür das Anti-Aliasing ausmachen. Weil das hat die Kamera so flackert bei Assassin's Creed 2, habe ich nicht in Erinnerung, keineswegs. Vielleicht liegt es am Multisampling, also Anti-Aliasing, das ist diese Kantenglättung. Will jetzt auch nicht vormachen, wie denn die Grafik aussieht, das muss ich nicht zeigen. Könnt ihr selbst ausprobieren zur Not. Spiel ist ja für ein Apfel und Ei zu ergattern. Hier, Green Pepper habe ich jetzt... Oh, guck mal hier, hier ist was.
Masyaf Flagge eingesammelt. 1 von 20 Assassinenflaggen wurden in Masyaf eingesammelt. Masyaf. So, wir gucken mal. Gedächtnislog, zusätzliche Erinnerungen, Optionen. Gucken wir mal, ja. Guck mal hier. Da haben wir unser Limit. Also das ist der DNA-Strang hier wieder. Diesen Synchronisierungsstatus. Jetzt im Fortsetzen gerade. Ich kann den schon mal nicht speichern. Wie schade. Wie doof, dass das nur ab und an geht. Grafik. Steuern, Plasma. Ich kann jetzt nicht auch live die Grafik umstellen, weil dann hat Forbes plötzlich eine andere Aufnahmegröße. Dann würde mir Forbes abschmieren. Wäre nicht so cool. Gucken wir mal. Assassinenflagge. Ah, 5% der Assassinenflaggen in Masyaf wurden gesammelt. Okay, ist das sowas wie Federn, so wie es aussieht, weil ich habe keinen Hinweis auf der Karte bekommen. Nichts. Müssen wir also von selbst suchen. Das ist kein Problem. Ich finde aber schlimm, dass wir aktuell noch nicht so gut die Karten haben hier. Ich brauche mal unbedingt einen Sichtsturm. Um die Taschen... Zu nah für Taschendiebstahl. Zu nah für Taschendiebstahl. Bitte, nur einen. Wir haben bei dem Angriff alles verloren und nun haben wir keinen Platz für unser Getreide. Ich kann jetzt nicht. Habe zu tun. Ist das wegen dem Brief? Welcher Brief? Der Brief, den ihr bekamt, als ich herkam. Schlechte Kunde? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Hört, ich werde sehen, was ich tun kann. Aber bitte, ich muss jetzt allein sein. Kommt später wieder. Wie ihr wünscht. Initiiere Erinnerungsabdruck. Drücken und halten Sie B, um vielleicht mehr so ein Opfer zu bestehlen, während es sich bewegt. Fehlgeschlagen, verlassen Sie das Gebiet und finden Sie einen Ort, wenn Sie untertauchen können, um die Mission zu reaktivieren. Oh Gott, scheiße. Scheiße, wieder rot. Kacke. Muss flüchten. Wieso konnte ich nicht bestehen? Ich hab doch den Knopf gedrückt, den sie von mir wollten. Oh Mann. Lass mich doch mal in Ruhe. Kann man sich hier nirgendwo verstecken? Ich sehe nichts. Wie scheiße. Ich will da bloß meinen Frieden, Mann. Ich will ja nur meinen Frieden, meine Fähigkeit zurück. Ich kann nirgendwo hin irgendwie, ist schwer sich zu verstecken gerade. Ich renne da einfach hoch, ich renne da einfach hoch. So. Okay, ganz ruhig. Palali. Da hast du recht, du hast Besseres zu tun. Yay, und ich auch. So, deswegen, einfach mal ein bisschen rennen jetzt wieder, wir sind wieder untergetaucht. Taschendiebstahl reinitiiert. Er ist fehlgeschlagen. Warum ich den Knopf so gedrückt, den sie drücken wollten? Verstehe ich nicht. Ja, schon wieder. Oh. Doch nicht schon wieder, oder? Jetzt mal gucken. Soll gedrückt halten und dran vorbeilaufen, während er sich bewegt. Ah, okay. So, tschüss, Kumpel. So. Jetzt habe ich einen kleinen Diebstahl hingelegt hier. Okay. Luli, Luli. Was zum Teufel? Warte, mal auf die Karte gucken kurz. Ich muss... dahin.
Aber ich, von hier aus komme ich da nicht hin. Von hier. Bald werden eure Augen die Wahrheit erkennen. Wir stehen auf der Schwelle zwischen dieser und einer neuen. Einfach mal ein bisschen klettern. Welt, in der alle Menschen gleich sind. Ja, ja. Erzähl mal weiter von zu Hause. Möchten diesen Traum zerstören. Ihr werdet es sehen. Bald werden zu nah, um die Fragen zu gewinnen, macht voll keinen Sinn irgendwie. Wir stehen auf der Schwelle zwischen dieser und einer neuen Welt. Einer besseren Welt, in der alle Menschen gleich sind. Das sind nicht ihr Marktschreier? Die Al-Mualim möchten diesen Traum zerstören. Der heutige Angriff war nur der erste. Mehr werden folgen, bis ihr bereut. Gebt eure verschlagene Lehre auf. Erhebt euch gegen den Verrückten von Masyaf. Durchschaut seine Lügen. Befragung, ziehe Erinnerungsabdruck. Folgen Sie dem Despoten an einen abgelegenen Ort und schlagen Sie ihn, um ihn zu reden zu bringen. Also nicht mal auf die Fresse boxen. Cool. So, folgen Sie mal. Ich nehme mal den Visiermodus raus. Da kann man die Kamera wenigstens schön frei bewegen. Du, da hinten sieht es schon mal nach einem abgelegenen Ort aus. Hehehehe. Hi, Assassinen-Kumpel. Oh, ist eine Wache. Der hat ein Schwert. Nicht cool. Weg jetzt Schlager, dann rennen wieder alle auf mich los und gegen Leute mit Schwertern komme ich nicht an, wenn ich keine habe. Das ist voll fies. Abgelegen genug, oder? Aua. Aua, ich krieg ganz schön auf die Fresse gerade hier. Aua, ich kratze gleich ab. Aua. Nicht cool. Oh. Alter Schwede. Genug, genug. Ich beuge mich. Dann sprecht geschwind. Ich habe kein Interesse an euren Spielchen. Warum habt ihr uns betrogen? Und in wessen Dienst steht ihr? Wir dienen den Templern. Das solltet ihr auch. Ihre Sache ist gerecht. Wir? Jamal, er hat mir von ihren Plänen erzählt. Bat mich, das Tor zu öffnen. Ihr habt uns verraten. Uns, die euch einen Bruder nannten und euch Schutz gewährten. Ich tat, was ich für richtig hielt. Und wenn ihr mich dafür töten müsst, so sei es. Ich fürchte den Tod nicht. Es ist nicht an mir, euer Schicksal zu entscheiden. Al-Mualem wird richten. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Och, schon wieder. Ihr habt euch vor die Bruderschaft verraten und dem Feind die Tore geöffnet zu haben. Was entgegnet ihr diesen Vorwürfen? Ich leugne nicht. Ich bin stolz auf meine Tat. Ich bereue nur, dass ich scheiterte. Ich gebe euch Gelegenheit, Reue zu zeigen. Dem Bösen in eurem Herzen zu entsagen. Es ist nichts Böses in meinem Herzen. Nur Wahrheit. Ich bereue nichts. Dann Oha. Werdet ihr sterben. Ihr habt euch bewährt, alter ihr. Und erneut das Recht erworben, meine Klinge zu tragen. Dankeschön. Was wird aus dem, der ihm geholfen hat? Das bleibt abzuwarten. Manche tun Böses aus Furcht oder Unwissenheit. Diese Männer können gerettet werden. Andere leiden unter kranken Vorstellungen. Ihr Geist ist verdreht und vergiftet. Diese Männer müssen vernichtet werden. Bald schon werden wir wissen, zu welcher Sorte Jamal gehört. Dann habe ich eure Prüfung bestanden. Was nun? Oh mein Kind. Wir haben gerade erst begonnen. Ich habe eine Liste mit 9 Namen drauf. 9 Männer, die sterben müssen. Es sind Unheilstifter, Kriegstreiber. Ihre Macht und ihr Einfluss zerstören das Land. Kriegstreiber? Kreuzzug andauern. Ihr werdet sie finden. Sie töten. Wenn ihr dies tut, sät ihr die Saat des Friedens. Für das Land und für euch selbst. Auf diese Weise könnt ihr euch reinwaschen. 9 Leben im Tausch für meines. Ein großzügiges Angebot, wie ich finde. Habt ihr noch Fragen?
Nur, wo ich anfangen soll. Nun gut. Reitet nach Damaskus. Sucht den Schwarzmarkthändler namens Tamir. Lasst ihn den Ersten sein. Eine Taube? Besucht den Verbindungsmann, wenn ihr dort ankommt. Ich schicke einen Vogel, der den Rafik von eurer Ankunft unterrichtet. Ihr werdet sehen. Er hat euch viel zu bieten. Oha, okay. Wenn ihr das für das Beste haltet? Das tue ich. Und ohne seine Zustimmung könnt ihr eure Mission nicht beginnen. Was soll der Unfug? Ich brauche seine Erlaubnis nicht. Das ist Zeitverschwendung. Es ist der Preis, den ihr für eure Fehler zahlen müsst. Als Hedai steht ihr nicht nur mir Rede und Antwort, sondern der ganzen Bruderschaft. So sei es. Nehmt eure Ausrüstung und geht. Beweist, dass ihr uns noch nicht ganz verloren seid. Okay. Ich will meine versteckte Klinge wieder haben. Na gut. Ah, cool. DNA-Synchronisation hinzugewonnen. Das ist übrigens richtig, wo er hat anscheinend tatsächlich seinen Ringfinger dafür aufgegeben, dass er die Klinge nutzen kann. What the fuck? Ich hab's im letzten Part gesehen. Ich dachte so, nee, das muss Irrtum sein. Aber in Assassin's Creed 2 wurde es auch erwähnt, dass man eigentlich früher mal einen Ringfinger opfern musste, aber dann hat wohl irgendjemand die Technik erfunden, dass das auch ohne jenes geht. So, Schwert, Steuerkreuz rechts, neue Waffe halten, vielleicht die Klinge, Steuerkreuz oben. Sie können im Hof trainieren. Das ist aber wunderschön, finde ich gut. So, jetzt können wir ein bisschen rennen. Rempeln kann ich immer noch nicht, dafür bin ich immer noch nicht gut genug. Darf ich nicht rein? Okay, gut, dann hauen wir ab. So, Leute, ich weiß nicht, der Part ist schon ein bisschen lang, ne? Was habe ich denn wieder eingestellt? Mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Oh. Ja, klar, warum nicht? Komm schon. Schlitz. Drücken Sie X, um anzugreifen, drücken Sie X erneut, wenn Ihr Schwert den Gegner berührt. X, um anzugreifen, erneut, wenn Ihr... Okay. Achso, okay, also ich muss immer X drücken, wenn ich dann gerade treffe mit der Klinge. Okay, gut, Animus-Tutorial, Kampf trainieren, Combo-Kill. Nö, Tutorial verlassen. Lerne ich selbst im Spiel. Jo! Ihr seid beschäftigt, ich verstehe. Oh, wir haben eine 5 Energieeinheit erhalten. Okay, wir können, um die Kampftechnik zu trainieren, hier markieren den Typi und loslegen. Okay, gut. Brauche ich aktuell, Hilfe, ich will niemanden umrennen. Wo geht's denn raus? Ach, da hinten. Ja, ja, früher tot. Erzähl mal weiter, so einen Käse. So, ah, hier geht's raus. Okay, so, da geht's Richtung... I'm sorry. Tut mir leid, Mann. Kompass, komm vor. Ihr dürft aber auch nicht mal im Weg stehen. So. So, ich glaube, aber ich lasse das so erstmal stehen. Wir haben ja 20 Minuten auf der Uhr. Ja, ich werde die Parts nicht länger machen als auch andere Let's Plays. So, wir sehen uns denn, würde ich sagen, Speicher. Vor allem, ich habe noch gerade was gesehen. Fam, das gucke ich jetzt noch nach. Da habe ich doch gerade was gesehen im Augenwinkel. Momentchen mal, das gucke ich jetzt noch nach. Sonst, ne, so regner her hier doppelt und dreifach. Ich habe hier so eine komische Fackel gesehen. Oder war das oben? Scheiße. Dann habe ich gerade verkackt. Ja, anscheinend schon, scheiße. Ah, dann habe ich gerade hart gefailt, würde ich sagen. Na gut, can happen. Shit happens, so sagt man so schön. Irgendwo habe ich nämlich gerade hier... Halt hier oben? Ah, irgendwo habe ich gerade hier so eine... Da, wo er mich gerade fragte. Ich stand hier... Und wurde ange... Da hinten. Was ist das? Da glitzert was. Ich sehe es doch. Ich rempel niemand an und ich... Ah, zweite Flagge. So, ich sehe schon, dann wird gespeichert. Also sind so eine Sachen einsammeln immer ein guter Speicherpunkt. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Assassin's Creed 1.
Bis dahin danke ich euch wieder vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge. Und ja, bis zum nächsten Mal wieder unser Happy Motto. Also macht's gut. Haut rein. Tschüssikowski und ciao.